Hallo liebe VfB-Fans, mal wieder sitzen wir in einem Hotelzimmer, mal wieder blicken wir auf einen VfB-Sieg zurück, dieses Mal ein 1 zu 0 bei Borussia Dortmund, ein sogenannter Big Point. 80.000 Menschen, die gelbe Wand, alle wollten feiern, 50 Jahre Westfalenstadion, es war angerichtet, große Choreo und am Ende haben nicht die Gelb-Schwarzen gefeiert, sondern die Weiß-Roten. Der VfB hat jetzt sage und schreibe 60 Punkte auf dem Konto, ist punktgleich mit den Bayern, ist Tabellendritter und hat 7 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions League-Platz. Und wir haben in unserem 90 bis 3 Video drei Dinge für euch, die jetzt wichtig sind rund um den VfB. Leveling on the loose. Der junge Mann war, sagen wir es mal so, völlig losgelöst, um einen alten NDW-Song zu bemühen. Der hat sich ein zweites Loch in den Hintern gefreut, auf Deutsch gesagt. Ja. Er hat sein bestes Spiel gemacht für den VfB Stuttgart. Das war die Aussage des Sportchefs Fabian Wohlgemuth. Und auch seine eigene Annahme. Er selbst ging sogar noch weiter. Hat gemeint, vielleicht war es sogar das beste Spiel meiner Karriere. Auf der rechten Seite quasi jede Minute stärker geworden. Unfassbar viel Druck gemacht. Zwar wieder mal eine Großchance verballert, dann aber wenige Sekunden später mit einer druckvollen Hereingabe auf Serhou Guirassy das 1 zu 0 direkt vorbereitet. Er hatte einen Döner in der Hand, den gab es zur Belohnung. Jeder in der Mannschaft natürlich hat den bekommen, nicht nur er. Er hat sich glückselig Richtung Teambus verdrückt und der Sportchef, der hat nachher noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass er durchaus es sich vorstellen kann, Jamie Leveling auch in der nächsten Saison hier zu behalten. Er ist ja nur ausgeliehen von Union Berlin. Da gibt es wohl aber Verhandlungen und die Option, ihn zu verpflichten. Natürlich sind wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu erfüllen, aber wenn der Spieler will, und das hat er ganz klar gesagt, er möchte hier bleiben, weil besser kann er sich es gerade einfach nicht wünschen, dann ist meistens schon ein wichtiges Wort gesprochen für eine endgültige Verpflichtung. Guirassy macht den Torero. Die Szene direkt danach, nach dieser Vorlage von Jamie Leveling, die war auch interessant. Nicht, weil Serhou Guirassy wieder einmal mit in bestechender Manier ein Tor erzielt hat, rechts, Abschluss mit rechts, rechts oben im Knick, Gregor Kobel ohne Chance, sondern es ging um die Jubelgeste danach. Der Treffer war sein 24. in der Saison, damit hat er mit Mario Gomez gleichgezogen. Der legendäre VfB-Stürmer hat einst den Rekord gesetzt, nämlich 24 Treffer. Und er hat damals in der Meistersaison sehr gerne seinen Torero-Jubel gemacht. Die Älteren unter uns erinnern sich sicherlich noch. Als Reminiszenz an diese Zeit und an diesen Torjäger hat Guirassy denselben Jubel gemacht. Aber wer ihn kennt, der weiß auch, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er jubeln wollte oder jubeln wird in dieser Spielzeit. Er hat ja kurz danach in der Nachspielzeit noch die Chance von 2 zu 0 liegen lassen. Aber hat noch 6 Spiele, um sein Torekonto zu erhöhen und dann der alleinige Rekordhalter, was Saisontore angeht, beim VfB Stuttgart zu sein. Das Restprogramm. Ich habe es vorhin schon anklingen lassen, 6 Spiele sind es noch. Dafür gibt es noch entsprechend Punkte zu vergeben. Es ist jetzt schon sehr schwierig, den VfB Stuttgart von dem Platz da, dem dritten, zu verdrängen. Aber, und das ist viel interessanter, nach oben geht vielleicht noch was. Man ist jetzt punktgleich mit den Bayern, man hat jetzt Frankfurt und Wolfsburg hintereinander. Zwei Mannschaften, die sich am Freitagabend nicht mit Ruhm bekleckert haben und die der VfB in seiner aktuellen Verfassung, aber auch in seinem Anspruch, den er hat und in dem Platz, den er halten will, die er schlagen muss. Und dann kommen die Highlights Leverkusen und Bayern hintereinander weg. Und wer weiß, vielleicht reden wir bald nicht mehr nur über den Blick nach unten, den dritten Platz halten. Alle Verantwortlichen haben das gestern getan. Sie sind sehr defensiv aufgetreten, obwohl sie natürlich wussten, es ist ein Big Point, den sie da erreicht haben. Aber vielleicht reden wir da bald dann doch noch über eine Vizemeisterschaft. Und wer weiß, was da alles noch geht, wenn diese Mannschaft weiterhin so auftritt. Und sie hat gestern wieder einmal bewiesen, vor dieser riesigen Kulisse, dass sie in der Lage ist, auch bei personellen Engpässen und Umstellungen, Ausfällen, sonst was, den Druck standzuhalten. Nicht nur standzuhalten, sondern zu obsiegen, egal gegen welchen Gegner. Und das war eine Ansage allererster Güteklasse. Noch nie hat der VfB Stuttgart dreimal in einer Saison gegen Borussia Dortmund gewonnen. Und wie gesagt, die Art und Weise,
Die ist ein sehr, sehr, sehr interessantes Indiz für das Restprogramm in der Bundesliga.